finde schon, dass man die Situation vergleichen kann mit Uiguren und Tibetern, aber auch mit Chinesen selber in China. Also es ist eigentlich das gleiche Problem. Also die Menschen werden unterdrückt und zu viel Unterdrückung kommt eben dann irgendwann, das knallt dann halt. Und das ist in Tibet letztes Jahr passiert und bei den Uiguren passiert es immer wieder. Allerdings bei ihnen ist es mehr mit Gewalt, was wir eben versuchen zu verhindern und nicht wollen. Ja. Genau, sie leiden das genau gleich wie wir und sie sind wirklich sehr mutig, was die alles jetzt gemacht haben, Verlust auch. Und bei uns ist dank Dalai Lama, er hat immer gewarnt, friedliche Basis, weil er nicht will, dass Menschen sterben für diese habgierige Politiker. Also ich sage immer wieder, dass es Politiker sind, nicht die ganze China, weil China leiden ja auch selber.